Hallihallo und willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute gehen wir mit der Firma Pico mal ins Detail, nämlich wir stellen euch einen Triebzug der polnischen Staatsbahn vor, kurz PKP. Es ist der Star der Nahverkehre sozusagen in Polen, der elektrische Triebzug EN57. Den, wie gesagt, heute im Video im Detail. Zuerst einmal der Fahrplan für das heutige Video. Wir starten wie immer natürlich mit den Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter mit dem Modell hier in 1:87. Wir haben heute wieder das Soundmodell ab Werk hier an Bord. Das heißt, wir werden uns dann im Anschluss natürlich auch die Soundeigenschaften, die Fahreigenschaften von diesem wunderschönen Modell uns anschauen, in da draußen, in der freien Natur. Und zum Schluss natürlich dann mein Schlusswort und das Wichtigste, die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, verlieren wir keine Zeit, legen los, viel Spaß. Ja, reisen wir also zurück in die Vergangenheit und fangen an mit den Informationen zum großen Vorbild. 1961, da war es soweit, nämlich da wurden die ersten Fahrzeuge dieses Typs gebaut. Insgesamt von der Zeit von 1961 bis 1993 wurden diese elektrischen Triebzüge mit der Bezeichnung EN57 für die polnische Staatsbahn gebaut. Gefertigt wurden die Wagen in Prawawag, der staatlichen polnischen Waggonfabrik in Breslau. In all den Jahren entstanden dann sage und schreibe 1412 Garnituren von diesem Triebzug. Die Fahrzeuge der Gattung EN57 sind auf eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h ausgelegt und sind natürlich im Nahverkehr, wie eben schon gesagt, zu Hause gewesen. Größtenteils für die polnischen Großstädte, besonders im Großraum Danziger Bucht. Eine Garnitur besteht aus drei festgekuppelten Fahrzeugen, wie hier natürlich bei unserem Modell auch schön zu sehen. Zwei davon als Steuerwagen, sodass das Fahrzeug natürlich in beide Richtungen von einem voll ausgestatteten Führerstand aus bewegt werden konnte. Das hat natürlich den Vorteil, wenn man natürlich in ein Stumpfgleis einfährt, in einem Endbahnhof zum Beispiel, dann kann man einfach von der einen Seite auf die andere Seite wechseln und dann ganz einfach dann auch wieder in die andere Richtung zurückfahren, ohne dass Rangierarbeiten notwendig sind. Der Mittelwagen, der ist natürlich auch noch mit dabei und auf und beziehungsweise in diesem Mittelwagen, da waren auch großen Teil der elektrischen Einrichtung des Triebzuges untergebracht. Scharfenbergkupplung jeweils an den Enden lassen dann auch das problemlose und schnelle Kuppeln von mehreren Einheiten zu, wobei man dann mit zwei oder dann sogar mehr Triebzügen dann zeitgleich dann fahren kann. Der Innenraum der Züge ist in drei Großräume gegliedert, wobei die Endwagen jeweils ein Mehrzweckabteil besitzen. Der Einstieg erfolgt durch markante, händisch zu öffnende Türen, die hier auch im Modell sehr schön umgesetzt sind. Bis zur Betriebsnummer 601 hatten die Züge jeweils eine erste und zweite Wagenklasse. Danach leider dann auch nur noch eine zweite Wagenklasse. Bis zur Nummer 1113 wurden die Wagenkästen mit gesickten Seitenwänden gebaut, danach mit glatten Seitenwänden. Was ist das gesickte Seitenwand? Das haben wir auch hier im Modell, denn das Modell stellt einen Triebzug der früheren Generationen dar und man hat früher halt diese Seitenwände mit gesickten, also sprich mit kleinen Wülsten an der Seite halt ausgestattet, um halt die Steifigkeit des ganzen Wagenkastens zu erhöhen. Ein markantes Beispiel bei einer Elektrolokomotive aus der heutigen Zeit ist zum Beispiel die Baureihe 189. Die Frontseiten der Züge bis zur Nummer 1825 haben drei Stirnfenster und ab der Nummer 1900 bis 1953 wurden dann die neuen Fronten mit nur noch zwei Fenstern verbaut. Insgesamt entsprachen diese Fahrzeuge dann der Reihe EW58. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche verschiedene Farbgebungen natürlich auch an den Zügen angebracht und eingesetzt und jetzt ganz zum Schluss finde ich die aktuelle grau-weiß-rote Lackierung, finde ich, steht den Zügen mit am besten. Ja, wenn ein Triebzug natürlich so lange im Einsatz ist und auch natürlich so populär, dann bleiben natürlich Umbauten und Modernisierungen natürlich auch nicht aus. Und so war es. Die PKP hat dann mit Hilfe von EU-Fördergeldern ein Redesign-Programm vorgenommen, mit dem die Reihe EN57 erneuert und mit zum Beispiel Matrix-Zugzielanzeigen ausgestattet wurden. Dabei wurden auch die innenliegenden Plastiksitze im Fahrgastraum durch moderne Sitze mit Polstern ersetzt. Teilweise wurden auch die Frontseiten der Triebwagen ersetzt und Klimaanlagen eingebaut.
Sechs EN57 Triebwagen wurden für die Warschauer S-Bahn zu Triebwagen der Baureihe 14WE umgebaut, wobei der gesamte Aufbau ersetzt wurde. Man hatte natürlich auch mit der Kapazität ein wenig herumexperimentiert und so entschied man sich, auch eine vierteilige Variante dieses Zuges dann auch zu bauen und zu konstruieren. 1976 wurden 20 vierteilige Triebzüge gebaut und als EN71 bezeichnet. Von 1976 bis 2003 entstanden weitere 30 EN71 Triebzüge durch Umbau aus alten EN57 Triebzügen. Und im Ausland war unsere Reihe hier auch recht populär, denn Triebwagen der Reihe EN57 wurden nach Jugoslawien exportiert und im nach italienischen Normen elektrifizierten Netz in Slowenien und Kroatien eingesetzt. Allerdings erhielten sie dort dann auch natürlich eine andere Baureihenbezeichnung. Sie erhielten die Reihenbezeichnung 315. Später, nach der Bildung eines neuen Nummernplans mit vierstelligen Stammnummern, dann wurden diese Baureihen nochmal umnumifiziert und erhielten dann die Reihenbezeichnung 6011 und 4011. Ja, Freunde, und das waren sie auch schon, die Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Nun hier angekommen bei unserem Modell in 1:87 schauen wir, wie immer, natürlich erst einmal, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier einen schönen großen Pico-Karton, hier vorne schön mit Sichtfenster, wobei man den Zug dann auch sehr schön drin erkennen kann. Der Zug ist unterteilt in drei Einheiten, wie im Original auch. Wir haben elektrische, ja, ich sage jetzt mal Schnellkupplungen, die man ineinander klipst. Und dann sind die Fahrzeuge miteinander verbunden, elektrisch wie mechanisch. Das finde ich sehr gut. Das hat sehr gut und sehr einfach funktioniert. Der Aufbau ist so, dass der gesamte Motor und die gesamte Antriebstechnik sich hier im Mittelwagen befindet und hier in den Endköpfen im Prinzip dann halt nur noch Stromabnahme beziehungsweise dann halt natürlich vorne im Führerstand halt die Beleuchtung etc. etc.
Stromabnehmer haben wir zwei Stück. Sie sind sehr schön und sehr filigran ausgeführt. Man kann sie sehr leicht ausfahren und wie man sieht auch wieder sehr leicht einfahren. Das gefällt mir auch sehr gut. Der Aufbau, wie ihr eben im Vorbild gehört, befinden sich hier auf dem Mittelwagen die meisten elektrischen Komponenten. Das hat man hier auch sehr schön umgesetzt. Wir haben hier Hauptschalter, wir haben hier die ganzen Elektroleitungen, wir haben hier eine Verteilerbox. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Auch hier die Leitungen, die dann hoch an den Stromabnehmer gehen, finde ich, hat Pico auch sehr schön gelöst. Die Übergänge sind schön kurz gekuppelt. Also auch hier sieht man es ja auch, ist jetzt ein bisschen in der Kurve, aber hier kann man es wirklich sehr schön sehen, dass die Wagen richtig schön nah aneinander sind. Auch im Kurvenfahren ist das kein Problem. Also das finde ich wirklich schon sehr, sehr schön. Was ist dabei? Ein sehr übersichtliches Zurüstbeutelchen. Wir haben für den Betrieb in Doppeltraktion einmal eine angedeutete Scharfenberg-Kupplung, die gekuppelt ist von beiden Seiten und dann auf der einen wie auf der anderen Seite dann ein ganz normaler, von der normalen Kupplung halt so ein, wie sagt man das, die Steckärmchen, die man dann halt in den Normschacht dann einfügt und so sind die Wagen dann halt auch ordnungsgemäß gekuppelt. Auch optisch finde ich, sieht das sehr schön aus, wenn die Scharfenberg-Kupplung da halt sozusagen als Kupplung fungiert. Wir haben hier unten dann noch eine andere Frontmaske mit einer geöffneten logischerweise, wo dann man die geschlossene austauschen kann, damit man überhaupt die Kupplung dann halt anbringen kann. Also das alles hier drin. Mit dabei auch nochmal zwei normale Bügelkupplungen. An Papieren ist auch sehr viel dabei. Fangen wir an mit dem ganz normalen Standard-Ersatzteilblatt. Ist doch recht übersichtlich, finde ich, für diesen großen langen Zug. Dann haben wir hier einmal die Bedienungsanleitung. Auch nochmal die Informationen, wo und wie man zum Beispiel die Drehgestelle austauscht, wie der ganze Zug aufgebaut ist, etc. etc. Wie man zum Beispiel auch hier unten die Zurüstteile dann auch nochmal anbringt, wie man zum Beispiel ordnungsgemäß kuppelt und. Steht alles nochmal hier drin erklärt. Dann, wie wir eingangs des Videos gesagt, haben wir hier ein Modell ab Werk mit Pico Sound Decoder. Hier steht auch nochmal alles drin in dem kleinen Begleitheftchen. Alles Wissenswerte zu dem Decoder. Auf der Rückseite ganz wichtig, die ganzen Sounds, die das Fahrzeug mit sich bringt. Und dann hier ganz zum Schluss, ja, es ist viel Papier, dann auch nochmal die Informationen. Ich glaube, auf der letzten oder vorletzten Seite war das, kann ich euch gerne mal zeigen. Genau hier, da ist auch nochmal drin erklärt, wo man das Fahrzeug nach einer Weile dann zum Beispiel ölen bzw. fetten soll. Ja, also wie gesagt, alles in allem, der erste Eindruck sehr gut. Die Aufdrücke sind trennscharf, die Umsetzung hervorragend. Was ich wieder sehr schön finde, ist eine Führerstandsbeleuchtung und eine Führerpultbeleuchtung und die dank der großen Seitenfenster kann man wirklich sehr schön erkennen. Die Detailbilder, die seht ihr, beziehungsweise habt ihr schon gesehen, das finde ich sieht sehr schön aus, auch wenn man das Innenraumlicht anmacht, das Flackern, also sprich das Flackern der Neonröhren hat man ja auch sehr gut umgesetzt, im Dunkeln sieht das wirklich hervorragend aus, also alles in allem gefällt der Triebzug mir wirklich sehr, sehr gut. Wie vorhin beim Vorbild ja auch schon gesagt, haben wir hier ein Modell der früheren Generationen, also sprich an der Seite mit den Sicken im unteren Bereich. Das dient, wie ja eben schon gesagt, dann auch zur Versteifung des Wagenkastens und hier auch die Umsetzung sehr schön gemacht. Die Einstiege, die Trittstufen sind sehr schön farblich, mehrfarbig dann auch umgesetzt. Unten die Trittstufen, die Kanten sind weiß, hier die Griffe an den Seiten sind weiß und die Tür selber, diese Doppeltür, die man händisch dann öffnen muss, die ist auch sehr schön und filigran ausgestattet. Im Innenraum kann man sehr schön reinschauen. Auch hier im Motorwagen, finde ich, hat Pico das sehr gut gelöst, dass man wirklich sehr schön reinschauen kann. Und wenn man da auch nochmal Figuren reinklebt, was das ganze Modell natürlich aufwertet, gerade wenn man mit Innenbeleuchtung halt über die Anlage fährt, finde ich, sieht das sehr, sehr gut aus und das kann sich wirklich sehen lassen. Das Wichtigste, wie ich natürlich finde, es gehört natürlich ein Lokführer in den Führerstand, aber auch das ist kein Problem. Man kann das ganze Modell relativ einfach, dank auch hier dieser ganzen Papiere, sehr einfach dann auseinandernehmen, kommt in den Innenraum und kann dann so die Figuren dann problemlos installieren. Kommen wir nun zu unseren technischen Details unseres Modells hier. Wir haben hier das Gleichstrommodell von Pico ab Werk mit Sounddecoder verbaut. In der Mitte, also sprich, wie ja eben auch schon gesagt, im Mittelwagen hier genau mittig, da ist der kraftvolle Motor verbaut, der wirklich eine sehr gute Fahreigenschaften hat. Man kann sehr butterweich anfahren und auch sehr butterweich abbremsen. Wir haben dann Kardanwellen auf das linke und rechte Drehgestelle. Alle Achsen hier im Mittelwagen sind angetrieben. Die innenliegenden Achsen sind einmal seitenverkehrt, jeweils mit Haftreifen ausgestattet. Das heißt, insgesamt haben wir zwei Haftreifen. Wir haben eine NEM 362er Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik und das Schöne, wie ja eben schon gesagt, hier im Zurüstbeutelchen haben wir auch eine
eine Shaku-Kupplung, die zusammengekuppelt ist von zwei Triebzügen, die man dann halt in die Kupplungsschächte reinstecken kann. Und dann sieht das optisch wirklich sehr, sehr schön aus, wenn man tatsächlich dann mit einer Doppeltraktion über die Anlage fährt. Die gesamte Beleuchtung, Innenraum, Führerpult und Spitzen- und Schlussbeleuchtung ist natürlich in LED-Technik gehalten. Drei-Licht-Spitzensignal, Zwei-Licht-Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, wie sich das gehört. Auch das Schöne ist, wenn man den Rangiergang einlegt, dann geht automatisch das Spitzenlicht auf das entsprechende Signal. Und auch natürlich, wenn man zum Beispiel falsch fährt in Polen, dafür gibt es auch ein Signal. Auch das kann man hier dann sich über die Funktionstasten digital einschalten. Inneneinrichtung hat das Modell selbstverständlich auch. Wir haben eine Länge über Kupplung von 747 mm. Wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2. Wir haben eine Plux 22er Schnittstelle für einen Digitaldecoder. Hier bei uns ab Werk mit einem Sounddecoder schon ausgestattet. Werk bei dem Analogmodell logischerweise dann nur mit einer Schnittstelle ausgestattet. Da muss man dann natürlich sich einen Digitaldecoder noch kaufen. Staatsbahn ist hier die PKP, also sprich die polnische Staatsbahn. Wir haben die Epoche 4, die ging von 1965 bis 1990. Proszę przygotować bilety do kontroli. Pociąg 513 gotów do odjazdu.
Am Schluss unseres heutigen Videos kommt natürlich das Schlusswort. Dort gehört es ja schließlich auch hin. Deswegen heißt es so. Wie eben schon beim Modell in 1:87 gesagt und erwähnt, bin ich tatsächlich von den digitalen Eigenschaften von dem Zug hier wirklich begeistert. Was das Einschalten der Innenbeleuchtung angeht, die Führerpultbeleuchtung, das wirklich sehr weiche Fahrverhalten von diesem Zug, das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch die Verarbeitung, finde ich, ist hervorragend. Die Dachaufbauten sind sehr filigran. Die Stromabnehmer, das finde ich immer eine sehr wichtige Sache, lassen sich sehr schön ein- und ausfahren. Also da muss man wirklich keine Sorge haben, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert, sich irgendwas verbiegt oder sonst was. Das gefällt mir sehr gut. Die Aufdrücke sind trennscharf. Alles in allem hat das Modell mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Freunde, und wenn das Modell euch auch Spaß bereiten soll, dann braucht ihr natürlich die Artikelnummern und die kommen jetzt. Das Modell hier gibt es in unterschiedlichen Varianten. Fangen wir an mit der Gleichstrom DC. Analogen Version, also sprich ohne Decoder ab Werk. Dort haben wir die Artikelnummer 51450. Unser Modell, was wir hier euch heute vorgestellt haben, also sprich ab Werk mit einem digitalen Sounddecoder verbaut. So, sieht schön aus. Das ist die Artikelnummer 51452. Und für unsere Wechselstromfreunde gibt es das Modell natürlich auch ab Werk direkt mit digitalem Sounddecoder. Dort ist es dann die Artikelnummer 51453. Möchtet ihr das Modell haben? Es ist natürlich auch kein Problem. Einfach auf unsere Homepage gehen, www.modellbahnunion.com. Oben in die Suchleiste die entsprechende Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Wir sind am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein, könnt ihr die natürlich wie immer stellen. Einmal hier unter dem Video in die Kommentare oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen werden wir uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war es nun wirklich endgültig von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, stets HP1, macht es gut und tschüss.